Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit der 7. Folge von Wir bauen uns unsere eigenen Lego Ninjago Custom Minifiguren. Ihr habt mir unter das letzte Video wieder sehr, sehr viele Vorschläge für neue Figuren geschrieben. Davon werden wir uns heute wieder ein paar von anschauen. Und ich zeige euch noch kurz die Figuren aus, denen ihr Teile auswählen konntet und auch für die nächste Folge wieder auswählen könnt. Also ihr könnt mir jetzt schon wieder Vorschläge für neue Figuren unten in die Kommentare schreiben. Falls ihr mir aber schon mal einen Vorschlag unter den letzten 6 Folgen geschrieben habt, der noch nicht drangekommen ist, könnt ihr mir auch jetzt einfach in die Kommentare schreiben. Kannst du nicht einfach den Vorschlag aus Folge 5 oder Folge 4 oder Folge 6 nehmen? Dann schaue ich da nochmal nach und nehme dann eben den Vorschlag. Und noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr schon mal eine Figur vorgeschlagen habt, die ich dann auch im Video gezeigt habe, dann schreibt mir bitte keine Vorschläge mehr, weil euch kann ich dann vorerst mal nicht mehr dran nehmen, weil ich halt jedem mal die Chance geben möchte, seine eigene Figur hier zu sehen und deswegen lieber dann neue Vorschläge nehmen von Zuschauern, die eben noch nicht dran gekommen sind. Okay, das war dann mal eigentlich alles soweit und wir können dann mal loslegen. Aber bevor wir starten, gehen natürlich auch heute wieder wunderschöne Grüße an Anke Knickrehm, an Tom B., an Weißbrot, an Nicole King, an Sorius Kanu, Link06, Ludmilla Hannemann, AlexLP09, Chaos Let's Play, Braun Victor, Super Ninja, Coole Banane, The Crafter, Ivan Geiger und Felix Wellering. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. Und als erstes schauen wir uns mal kurz die Ergebnisse der Abstimmungen aus der letzten Folge an. Ich habe euch ja gefragt, welche Figur euch am besten gefallen hat. Die erste Abstimmung seht ihr hier mal, da konntet ihr auswählen zwischen den Figuren 1 bis 5. 1738 Leute haben mitgemacht, das ist richtig cool. Mal vielen Dank dafür, dass immer so viele Leute mitmachen, das ist richtig cool zu sehen. Und die meisten, ein bisschen mehr als die Hälfte, nämlich 56%, haben sich für die Figur Nummer 1 entschieden und die schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Dann haben wir hier die zweite Abstimmung, da konntet ihr auswählen zwischen den Figuren 6 bis 10. Da haben auch noch über 1300 Leute mitgemacht, das ist auch noch richtig cool. Und hier ist das Ergebnis sogar noch ein bisschen eindeutiger, nämlich 65% haben sich für Figur Nummer 6 entschieden und die schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz an. Und die dritte und letzte Abstimmung sehen wir dann hier, da konntet ihr auswählen zwischen den Figuren 11 bis 15. Da haben auch noch fast 1300 Leute mitgemacht, das ist wie gesagt richtig cool. Und hier ist das Ergebnis auch noch recht eindeutig, mit 68% der Stimmen gewinnt Figur Nummer 11 und die schauen wir uns auch nochmal kurz an. Gut, und dann starten wir jetzt mal mit der ersten Figur von heute. Der Vorschlag kam von StegiLP. Du hast geschrieben, Kopf von Pythor Weiß, die zwei Körper von Gamadon Böse, die Beine von Gamadon Böse, Waffen, 4 schwarze Waffen und der Name ist der dunkle Pythor. Hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an und ich baue die Figur mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt den dunklen Pythor, eine ziemlich coole Figur, wie ich finde. Du hast ja geschrieben, 4 schwarze Waffen soll ich ihm in die Hand geben. Ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, für 2 schwarze Katanas. Dann noch die Waffe vom bösen grünen Ninja und noch einen schwarzen Speer hier unten rechts. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut bewaffnet. Und ich finde den Namen auch ziemlich cool. Also der dunkle Pythor passt natürlich auch zum Outfit oder zu dem Körper von Gamadon Böse oder von Gamadon. Und wir haben ja auch ein paar lila Akzente hier auf dem oberen Oberkörper von Gamadon. Das passt natürlich auch ganz gut zu den Verzierungen an Pythors Kopf. Also eine ziemlich coole Figur und ihr könnt heute natürlich auch wieder für eure Lieblingsfigur abstimmen. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 1. Gut, weiter geht's dann mit Figur Nummer 2. Der Vorschlag kam von ZZB1904. Du hast geschrieben, Beine von Mr. E und Rollschuhe von Scooter, dann Torso, beide Teile von Gamadon Neu, Kopf von Mr. E und noch die Maske der Vergeltung. Und kannst du mich grüßen? Natürlich, Grüße gehen raus an dich. Dann hast du noch geschrieben, als Bewaffnung 4 rote Schwerter und die Figur baue ich auch mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 2, den vierarmigen Schwertkämpfer. Eine coole Idee auf jeden Fall. Die 4 Schwerter passen sehr gut zu der Maske der Vergeltung und eine witzige Idee finde ich die Rollschuhe. Sie passen natürlich farblich auch recht gut dazu und es ist einfach eine lustige Idee. Unter der Maske befindet sich hier das Gesicht von Herr E, das zeige ich hier nochmal kurz.
Und wie ich schon gesagt habe, finde ich die Idee eigentlich ganz cool mit der Maske der Vergeltung. Da wachsen einem ja zwei zusätzliche Arme, die haben wir hier durch die beiden Körper eben von Garmadon. Ist eine gute Idee, mir gefällt die Figur und wenn ihr für sie abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 2. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 3. Der Vorschlag kam von Keine Werbung Standard Videos. Du hast geschrieben Kopf von Jet-Jack, Hut, der Zylinder vom Eisenbaron, oberes Teil vom neuen bösen Garmadon, Torso auch Garmadon böse, aber auch der neue. Beine von Scalidor, also der Schlangenschwanz und die Waffe noch von Nia und den Namen, den finde ich richtig cool und zwar, das ist das neue Mitglied der Drachenjäger und der Name ist Garjack. Und die Figur baue ich mal kurz zusammen. So und hier haben wir jetzt das neue Mitglied der Drachenjäger und zwar Garjack, ziemlich cooler Name auf jeden Fall, hört sich toll an und auch die Figur sieht super aus, sie ist recht schwarz gehalten, das passt alles sehr gut mit den vier Armen eben von Garmadon und was mir auch noch richtig gut gefällt ist das Gesicht von Jet-Jack mit der Brille, der Hut passt natürlich auch gut dazu und als Bewaffnung haben wir hier den Speer von der Nia, also auch eine coole Figur, das neue Mitglied eben der Drachenjäger, wenn ihr für sie abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 3. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 4. Der Vorschlag kam von Nicole King. Du hast geschrieben Beine von Lloyd, Torso von Sane, untere Maske von Cole, Obermaske von Jay, Kopf vom neuen Kai, Bewaffnung Nia Speer und Meister Wu's Stab und der Name ist Ninja Team. Und die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 4, das Ninja Team, eine ziemlich coole Idee und ich finde, sie sieht auch super aus. Wir haben hier von allen 6 Ninjas was dabei, plus noch von Sensei Wu, also Ninja Team passt eigentlich perfekt zu dieser Figur. Wir haben hier den Stab eben noch von Sensei Wu und Nias Speer. Die Bewaffnung habe ich mal kurz abgenommen, jetzt sieht man hier eben nochmal die Zusammensetzung der Figur ein bisschen genauer. Wie gesagt, wir haben von jedem Ninja was dabei, das finde ich richtig cool. Und was mir auch gut gefällt, ist hier oben der Kopf samt Maske, also das schwarze Unterteil von Cole passt richtig gut zu dem oberen Teil eben von Jay. Und auch mit dem Gesicht hier, ich habe jetzt mal das grimmige Gesicht von Kai genommen, also das sieht super aus. Und hier sehen wir die Figur nochmal komplett mit Bewaffnung, also ein toller Vorschlag auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass man eben ja nicht nur von den 6 Ninjas was dabei hat, sondern auch noch von Sensei Wu, also eine tolle Idee. Und wenn ihr für die Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 4. Gut, weiter geht's dann mit Figur Nummer 5. Der Vorschlag kam von Lord Tommy. Du hast ja eine Figur zusammen mit deinem kleinen Cousin entwickelt oder zusammengestellt. Mit den Beinen von Lord Garmadon Böse, dem Torso von Lord Garmadon mit den 4 Armen, Kopf Ultra Violet, Helm Hut, die Oni-Maske des Hasses und als Bewaffnung 4 goldene Katanas. Und den Namen, den finde ich auch wieder richtig cool und zwar Dunkle Meisterin Violet. Und die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt Figur Nummer 5, die dunkle Meisterin Violet. Ein ziemlich cooler Name und es passt natürlich auch gut zu der Figur. Sie sieht optisch toll aus mit der Oni-Maske des Hasses. Die passt farblich, finde ich auch recht gut, zu Garmadons Oberoberkörper, weil da ja auch ein paar lila Details mit drauf sind. Und die schwarzen Zöpfe an den Seiten passt eben zur restlichen Figur. Und weil ja alles dunkel ist, passt auch der Name dunkle Meisterin Violet richtig gut. Zudem ist sie super bewaffnet mit den 4 goldenen Katanas und unter der Maske befindet sich hier noch das Gesicht von Ultra Violet. Das sehen wir dann hier nochmal. Mir gefällt die Figur richtig gut, also ein cooler Vorschlag von euch beiden und wenn ihr für die Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 5. Okay, weiter geht's dann mit Figur Nummer 6. Der Vorschlag kam von Shahin Sirin. Du hast geschrieben, Hose von Jay, Körper von Kai, Rüstung von Kai, Maske unten von Cole, Maske oben von Sane, die Waffe Wu's Stab, die andere Waffe noch die Drachenknochenklinge, oben hast du dann noch geschrieben, der Kopf vom goldenen Drachenmeister und der Name ist der Ninja aus dem Oni-Reich und die Figur baue ich auch mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt den Ninja aus dem Oni-Reich. Von der Idee her vielleicht ähnlich wie die Figur, die wir gerade schon gesehen haben, aber eigentlich doch komplett anders, weil hier haben wir bloß Teile der Ninjas, die auch im Oni-Reich waren. Also da waren ja bloß Kai, Jay, Zane und Cole und eben Wu. Und Lloyd und Nia sind ja in Ninjago geblieben. Deswegen unterscheidet die Figur sich eigentlich doch komplett von der vorigen. Finde ich ziemlich cool. Schauen wir uns die Figur mal ein bisschen genauer an. Bewaffnet ist sie natürlich auch sehr, sehr gut. Hier einmal mit der Drachenknochenklinge. Auf dem Rücken habe ich noch die Halterung von Kai mit den beiden Katanas. Und hier haben wir noch den Stab von Wu, also von der Bewaffnung her super. Dann haben wir eben die Teile von den Ninjas, wie gesagt, die im Oni-Reich waren. Jay, Kai, das untere Teil der Maske von Cole. Ich finde, das ist von den unteren Teilen der Masken eigentlich
ja somit das Beste, weil es eben schwarz ist. Schwarz passt irgendwie zu allem und auch hier passt es, finde ich, sehr, sehr gut zu dem oberen Teil von Zane. Dann sehen wir hier noch ein bisschen das Gesicht vom goldenen Drachenmeister. Also wirklich eine sehr, sehr coole Figur. Wieder ein toller Vorschlag und der Name Ninja aus dem Oni-Reich passt natürlich auch sehr, sehr gut. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 6. Gut, weiter geht's dann mit Figur Nummer 7. Der Vorschlag kam von Julian Julchen. Du hast geschrieben, Helm, goldener Drachenmeister, Kopf vom Eisenbaron, die Rüstung auch vom goldenen Drachenmeister, Torso und Beine vom Eisenbaron und den Namen kannst du dir aussuchen. Okay, dann baue ich die Figur erstmal kurz zusammen und mal schauen, was mir da dann für ein Name zu einfällt. So, und hier haben wir Figur Nummer 7 und wir können ihn ja mal den goldenen Drachenbaron nennen. Falls ihr einen besseren Vorschlag habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr ja schreiben, Figur Nummer 7 würde ich so und so nennen. Ich finde den Vorschlag aber ziemlich cool. Wir haben ja hier eigentlich den Großteil vom Eisenbaron, also die Beine, den Torso und das Gesicht mit der Rüstung vom goldenen Drachenmeister. Ist wie gesagt eine nette Idee, wie ich finde, weil der Eisenbaron ist ja eigentlich böse, aber hier jetzt mit der Rüstung vom goldenen Drachenmeister. Das hat schon was und ich finde auch von der Optik sieht das cool aus. Der Eisenbaron sieht sowieso super aus mit seinem Eisenbein und auch das Gesicht sieht ziemlich cool aus. Dann noch mit den Details eben von der Drachenrüstung. Ist wie gesagt eine coole Idee und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 7. Gut, weiter geht's dann mit Figur Nummer 8. Der Vorschlag kam von Philipp Zvetkovic. Du hast geschrieben, Kopfbedeckung, Lloyds Haare, Kopf Lloyd, Mundbedeckung, schwarze, Körper von Herr E, Beine, schwarze Beine, Waffe, das Knochenschwert und der Name ist Dunkler Lloyd. Und die Figur baue ich mal kurz zusammen. Und hier haben wir jetzt den dunklen Lloyd, eine ziemlich coole Idee und auch die Figur sieht super aus. Ich hatte nur ein kleines Problem und zwar das Haarteil, das hat nicht ganz drauf gepasst, weil das hinten an dem Mundteil immer hier ein bisschen dagegen gestoßen hat. Ich finde, es ist aber gar nicht so schlimm, weil es fällt nicht so auf, dass es eigentlich gar nicht richtig drauf sitzt. Die Idee hingegen finde ich wieder richtig genial. Wir haben eben Lloyd, entweder wenn er böse wäre oder wenn er sich bei Garmadons Motorradgang einschmuggeln würde. Wir haben ja hier hinten noch das Zeichen von Garmadons Motorradgang drauf, das eben auf dem Torso von Mr. E, von Herr E, eben drauf ist. Also eine coole Idee auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch das Drachenknochen, die Drachenknochenklinge. Und bei Lloyds Kopf habe ich auch mal den grimmigen Ausdruck genommen, also das sieht schon ziemlich cool aus. Wie gesagt, der dunkle Lloyd, entweder wenn er böse geworden ist oder wenn er sich bei Garmadons Motorradgang eingeschlichen hätte. Eine coole Idee, wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 8. Gut, weiter geht's dann mit Figur Nummer 9. Der Vorschlag kam von Minecraft-Zuchti. Du hast geschrieben, Kopf Lloyd neu, Haare Skyjet, Mundtuch von Lloyd Alt, Torso und Beine von Harumi, Waffe, die Drachenklinge. Und der Name ist der wilde Lloyd. Unten hast du nochmal geschrieben, dass du einen alten Kopf von Lloyd möchtest. Das werde ich machen. Und die Figur baue ich mal kurz zusammen. So, und hier haben wir jetzt den wilden Lloyd. Ich war mir nicht ganz sicher, welche Teile du von Harumi haben wolltest. Entweder hier das von der Prinzessin eben mit dem Grün. Das hätte natürlich auch zu Lloyd gepasst, wegen dem Grün. Aber von der bösen Harumi, ich finde, das sieht noch ein bisschen wilder aus. Gerade mit den ganzen Stacheln und so. Deswegen habe ich mich mal für den entschieden. Und du wolltest ja noch den Kopf von Lloyd Alt. Ich habe jetzt hier mal einen Kopf genommen aus Staffel 7. Da sieht es eben so aus. Ich finde, es passt auch ganz gut. Als Bewaffnung haben wir die Drachenknochenklinge. Die Haare, da hattest du ja geschrieben, Skyjet, da habe ich die jetzt mal von Jetjack genommen. Ich denke mal, die meintest du. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und auch der Name passt, wie ich finde, richtig gut. Also der wilde Lloyd. Eine tolle Figur, cooler Vorschlag. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 9. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur Figur Nummer 10. Der Vorschlag kam von Thorsten Heidmann. Du hast geschrieben, Helm von Eisenbaron, Kopf von Herr E, Torso von Garmadon und Pythor Lila, Beine von Pythor Weiß und Waffe von Eisenbaron und von Heavy Metal und der Name ist der neue Drachenfänger. Und die Figur baue ich mal kurz zusammen. Und hier haben wir jetzt den neuen Drachenfänger, auch eine ziemlich coole Figur und sie ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut ausgestattet, ausgerüstet für die Drachenjagd. Hier einmal mit dem Vergeltungssteingewehr von Heavy Metal und in der anderen Hand hat er noch den Stab vom Eisenbaron. Ich habe die Bewaffnung mal kurz abgenommen, dann können wir uns mal die einzelnen Teile ein bisschen genauer anschauen. Unten haben wir ja das Beinteil von Pythor, also von dem weißen Pythor. Ich finde, das ist auch ein schöner Übergang hier zu dem mittleren Teil, eben dem Torso von Pythor Lila. Und ganz oben haben wir da noch den Oberoberkörper von Garmadon, der passt natürlich auch, weil wir da noch ein paar lila Details mit dabei haben. Und der Kopf von Herr E, der passt sowieso sehr, sehr gut, wie ich finde, zum Hut vom Eisenbaron. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, also das sieht alles ziemlich gut aus.
Und hier sehen wir den neuen Drachenfänger nochmal komplett mit seiner ganzen Ausrüstung. Also auch eine ziemlich coole Figur, eine tolle Idee. Und wenn ihr für diese Figur abstimmen wollt, dann ist das Figur Nummer 10. Gut, und das waren dann mal alle 10 neuen Figuren von heute. Ich zeige sie euch hier nochmal kurz im Schnelldurchlauf. Ihr könnt gerne für eure Lieblingsfigur abstimmen. Die Abstimmungen findet ihr, wenn ihr rechts oben auf den weißen Kreis mit dem i klickt. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, für eure Lieblingsfigur abstimmen. Die Abstimmungen sind natürlich wie immer freiwillig, anonym und kostenlos. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich kostenlos machen. Und das war es dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.